immer die Klamotten meiner Kinder dran. Die Schränke quillen nämlich auch gerade wieder über. Hier, das ist für unsere Großen. Ist einfach zu voll. Also ich habe schon ein bisschen entleert, wie ihr hier seht. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das mache, aber es muss einfach regelmäßig ausgemistet werden. Und das ist heute dran. Deswegen mache ich jetzt mal ein Vorab-Video. Paar Klamotten sind auch noch in der Wäsche, ist klar. Und dann zeige ich euch danach noch, oh, das ist vom Jonas, von unserem Jüngsten. Ich hasse es, wenn diese Schränke sagen, der sieht schon gut aus, hier ist gleich gar nichts drin. Außer Papier, das haben die Kinder wahrscheinlich reingemacht. Naja, jedenfalls muss ich hier mal ran. Und ich zeige euch dann, wie der Schrank anschließend aussieht. Ich hoffe, ganz ordentlich und nicht mehr so voll. Auch nochmal zur Vorgehensweise. Ich sortiere erstmal aus, was nicht mehr passt. Also ich gucke, welche Größe haben die Kinder aktuell und der Rest kann weg. Dann schaue ich noch, was ist kaputt, was sieht hässlich aus. Also da haben wir Kinder, also die Kinder und ich natürlich öfter auch mal unterschiedliche Meinungen. Da respektiere ich natürlich die Meinung der Kinder. Also da gibt es aber auch, da haben die halt Favoriten und oder andere Sachen, die sie überhaupt nicht anziehen wollen. Die finden die einfach hässlich. Dann kann ich die natürlich auch aussortieren. Und dann schaue ich einfach und überlege mir, wie viele Pullover brauchen sie wirklich? Wie viele Hosen? Wie viele Schlüppis? Socken? Strumpfhosen? Oh, so viele Strumpfhosen. Da schaue ich immer, brauchen wir wirklich 20 Stück oder reichen 10 Stück, ja, so ungefähr. Also so gucke ich da einfach durch und ich mache mir auch noch so eine kleine Reservekiste. Also wenn ihr irgendwie Angst habt, dass ihr zu viel aussortiert, kann ja sein, ne? Im Winter steht ihr dann da, ah, Mist, wir brauchen doch noch eine Hose. Dann könnt ihr einfach vorsichtshalber nochmal eine Garnitur oder irgendwas in so eine Reservekiste packen. Dann ist das aber auch nicht mit im Alltagsschrank. Also je voller der Alltagsschrank ist, umso schwieriger wird es ja für die Kinder da auch wieder zu gucken, was nehme ich jetzt, was ziehe ich an. Und deswegen versucht so viel wie möglich aus den Schränken rauszunehmen. Macht euch für den Notfall nochmal eine Reservekiste. Also ich habe das eigentlich nie gebraucht bisher, was ich in der Reservekiste hatte. Das ist einfach nur für mein Gefühl, dass ich beruhigt bin. Ja, okay, ich habe ja noch was, falls es doch nicht reicht. Was ihr auch noch mit einkalkulieren solltet, ist, wie oft ihr wascht, ist ganz klar. Ne? Wenn ihr jetzt nur 5 Pullover habt, aber auch nur einmal in der Woche wascht, könnte es schwierig werden, wenn die Kinder sich viel dreckig machen und öfter wechseln müssen. Je kleiner die Kinder sind, umso mehr machen sie sich auch schmutzig. Also ihr wisst das ja selber. Also man muss das schon so ein bisschen abschätzen. Ich finde, Kinder brauchen grundsätzlich mehr Klamotten als die Erwachsenen. Einfach weil sie ja ein ganz anderes Leben führen. Ne? Die rennen auch draußen rum im Dreck. Suhlen sich im Dreck auf dem Spielplatz, auf der Wiese. Ist klar, dass die grundsätzlich vielleicht einen höheren Klamottenverbrauch haben als wir. Das muss man natürlich berücksichtigen. Aber ansonsten kann man da trotzdem darauf achten, dass es nicht zu viel wird und regelmäßig ausmisten. Das finde ich sehr wichtig. Man muss das sowieso immer wieder tun. Also ich mache das auch gerne, wenn ich wieder Klamotten von Freunden geschenkt bekomme. Also wir kriegen, die meisten unserer Sachen sind quasi Secondhand. Die kriegen wir von Freunden. Finde ich total super. Und meistens, wenn ich da eh gerade wieder so einen riesen Berg Klamotten kriege, das sind meistens gleich ein paar Taschen voll, ist das die Gelegenheit, um mal wieder auszusortieren und klar Schiff zu machen. Weil wenn was reinkommt, muss auch unbedingt was raus aus der Wohnung. Wir haben nicht so viel Platz, also ist das die beste Gelegenheit, wieder Luft zu machen in den Schränken. Hier seht ihr, was ich jetzt aussortiert habe. Geht eigentlich noch, ne? So viel ist das gar nicht. Aber wie schon gesagt, ich mache das Ganze regelmäßig. Das sind halt Jungs- und Mädelsklamotten. Was mache ich jetzt damit? Ich werde es verschenken. Also ich habe noch eine kleine Nichte. Die wird die Mädelsklamotten kriegen, die wir nicht mehr brauchen. Und die Jungsklamotten werde ich jemand anders weiter verschenken. Mal gucken. Da habe ich ja verschiedene Quellen. So, jetzt gucken wir mal in den Schrank rein oder in die Schränke. Das ist jetzt, ich finde das jetzt einfach viel luftiger, schöner. Manchmal würde ich gerne noch mehr. Also hier sind noch so viele dicke Pullover. Naja, das ist jetzt der kleinste. Da finde ich es immer noch am schwierigsten. Dafür hatte nur ganz wenig T-Shirts. Da sind noch ein paar in der Wäsche. Ist halt gerade warm. Ja, ich finde, es sieht einfach jetzt viel übersichtlicher aus. Das sind jetzt hier die Jacken, die ich noch habe. Auch hier habe ich mir jetzt
Mal 3 noch aufgehoben. Naja. Das müsst ihr immer selber einschätzen, wie ihr euch dann wohlfühlt. Also, ihr sollt ja nicht ständig Angst haben, hoffentlich geht die Jacke nicht kaputt. Dann habe ich keine mehr. Ne? Das bringt es natürlich auch nicht. Aber also am meisten Klamotten hat immer noch unsere Große jetzt. Aber ich meine, die zieht sich selbstständig an, alleine. Die will ihre Auswahl haben. Ich habe halt dicke Pullover und dünne Pullover, Röcke und Kleider. Also die Mädels haben natürlich so viel Zeug. Hosen, dicke Hosen, dünne Hosen, kurze Hosen. Das sind noch Schuhe, die ihr noch nicht passen. Die haben wir halt so geschenkt bekommen. Die sind halt noch zu groß. Die habe ich da auch noch drin. Also es ist immer noch relativ voll, muss ich sagen. Das ist jetzt von unserer Mittleren. Aber trotzdem hat es sich schon etwas geleert und ist wieder mal übersichtlicher. Ich finde es immer schön, das regelmäßig zu machen. Ja, ich hoffe, euch hat meine kleine Aufräumaktion gefallen. Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen Motivation für euch, auch mal wieder die Schränke aufzumachen. Also mich kostet das echt auch immer Überwindung, muss ich sagen, weil eigentlich geht es dann immer ganz schnell. Aber wenn man so diesen Berg sieht an Klamotten und denkt, oh, durch die muss ich jetzt durchgehen. Also ich hatte keine Lust vorher, aber jetzt bin ich trotzdem froh, dass ich es gemacht habe. Und es sieht jetzt erstmal wieder ordentlich aus. Wird sich natürlich, kommt auf die Kinder drauf an, nicht ewig halten. Aber es ist einfach ein gutes Gefühl und das Beste ist, ich kann wieder ein paar Sachen weggeben. Wieder was raus aus dem Haus. Das finde ich immer sehr gut. Das ist dann immer meine Belohnung, die Säcke mit den Klamotten, die ich wegtragen kann. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Teilt es auch mit euren Freunden. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!